bleiben auch da. Aber einen Grenzvertrag mit Theodora zu haben, sonst würde er da ja nicht reingehen. Nach vorne. Ja, das machen wir mal anders. Den Reiter brauche ich mal woanders. Kommst du hier mal rein? Ja, man muss annektierte Städte nicht unbedingt beschützen. Das muss man nicht. Also könnte mir eigentlich auch Latz sein, ne? Aber ich will nicht, dass da einer auf die Idee kommt, da rein zu marschieren. Dido hat das Moderne erreicht, okay. Und der Pole baut ein Wunder nach dem anderen. So. Ausgerechnet der Broadway in Polen, aber na gut. Jetzt hätte ich ja fast was gesagt. Ja. Produktion. Was ist denn hier? Auch mal eine Kaserne. Der bleibt doch. Endlich ist sie mal aktiver geworden und baut auch mal Einheiten außer Missionare. Das ist ja schon mal sehr positiv, Theodora. Ja, was ist da? Karthago. Autografie eingeführt. Aha, ausgerechnet. Wir haben drei Städtchen da oben. Und ohne Obdach stand ich zwischen tausend Häusern und neben tausend Tischen verzehrt ich mich nach Nahrung. Aha. Okay. Der kommt. Auch mal hier runter. Ja, bevor es mit dem Krieg losgeht mit Japan, hätte ich ja eigentlich gerne Flugzeuge, muss ich sagen. Das wäre schon nicht schlecht. Obwohl ich ihn auf See schon schwer zu schaffen machen kann. Ja, jetzt ist er verschwunden hier ein bisschen mit seinen Armeen. Das hat ihn. Ne, er hat gemerkt, was ich hier alles verlagert habe, ne? Also da würde ich es mir überlegen, mit mir einen Krieg anzufangen, ne? Also. Versteckt hat.
Ja, manchmal ist es ganz klug, wenn man technologisch ein bisschen im Vorteil ist. Und das bin ich auf jeden Fall vor den Japanern. Vorher mit ihm einen Krieg anzufangen, bevor der genau solche starken Waffen hat wie ich. Also ist es manchmal ganz klug, wenn man nicht allzu lange wartet. Ne, in dem Falle, ich leiste mir das einfach mal. Aber ich will versuchen. So, wie steht es hier eigentlich um die Stadtstaaten? Verbündete, das ist schon mal gut. Verbündet, gut. Sophia, Freunde, okay. Jetzt wär's. Ja, goldene Zeitalter, immer schön. Wie steht das eigentlich mit dem hier? Freunde. Ja, Schutzversprechen mache ich einfach mal. Sehr gut, auch verbündet. Damit die mir nicht in den Rücken fallen. Ich will aber noch mal versuchen. Melima. Melima, ob ich Akku. Theodora überreden kann. Akku. Akko. Ach, komm her, oder was? So. Sie lehnt freundlich ab. Okay. Wäre natürlich schön, wenn sie auf meiner Seite wäre. Sehe schon, der Monitor ist schon wieder Automatik. Das könnt ihr nicht sehen, dass ich hier den Bildschirm nochmal einstelle. So, jetzt ist er richtig. Er verschiebt sich immer ganz gerne. Kann man plötzlich nicht mehr alles sehen. So, Produktion. Ja. Und mal Archäologen wählen. So, machen wir mal. Ja, den lassen wir da erstmal. Nach Boston. Der kann da mal ein großes Werk erschaffen. So. Ja, das habe ich gesagt. Jetzt hat er nämlich auch Weltkriegsinfanterie. Ja, hier brauche ich auch gar nicht so viele Truppen. Der bleibt mal als Border Patrol da stehen. Der Louvre ist auch bald produziert. Ja, da ist er doch. Große Kunstwerke, genau. Große
große Flotte scheint der Japse nicht zu haben. Er hat sie gut versteckt. Eins von beiden. Ja. Kavallerie hat er nämlich auch. Und das ist das, was ich meine. Ne? Man sollte da nicht zu lange warten. Da haben wir auch schon Doppeldecker, U-Boote, auch sehr gut. Weltkriegsbomber. So. Oh. Ach, goldene Zeitalter, komm her hier. Jetzt kann ich auch das Öl. Wie viele Fregatten habe ich denn hier? Eigentlich hätte ich hier ganz gerne mehr. Drei, es dürfte aber reichen. Fiedel, Fiedel. Es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden. Geliebt um seiner selbst willen oder vielmehr trotz seiner selbst. Einen anderen Menschen zu lieben, heißt, ins Gesicht Gottes zu sehen. Oha. Ja, sehr philosophisch. Sehr weitreichend. Interessiert mich jetzt überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Da ich nämlich Japan gerne den Krieg erklären möchte. Überlegt nur gerade, wo ich hier mal den Hebel ansetze. Er scheint ja auch nichts Dolles versteckt zu haben. Was er mir gezeigt hat, glaube ich, das war sein größtes Werk. Wirtschaft läuft auch stabil, Zufriedenheit ist auch gut. Wollen wir das riskieren? Es geht los. Toranago-sama. Hui. Hi. Du hättest mir schon längst den Krieg erklärt, mein Freund. Wenn ich da nicht so viele Armeen hätte. Oh. Rambazamba. Ach ja, Archäologie betreiben wir noch nebenbei. So. Genau. Gleich angeschissen kommen. Und ich schon mal ein bisschen vorverlagern. Jawohl, da bewegt sich doch was in Waldhagen. So. Warten. Warten.
oben schon. So, dann nehmen wir auch den Weltkriegsbomber. Und mal gucken, was sich jetzt so entpuppelt. Sind wir eigentlich gut angeraten? Ja, aber gegen Kavallerie, die ist natürlich stark gegen Kanonen. Das ist ja das Schöne. Sansibar hat Kasimir den Krieg erklärt, okay. Warum auch immer, weshalb auch immer. So, wo sind seine Trüppchen? Ach, da. Sophia ist in Ehrfurcht. Genau. Valletta ist auf meiner Seite, sehr schön. Landeinheiten. Landeinheiten. Ach so. Ja, manchmal, wenn er in einer unglücklichen Position ist. Und da wird ein Frachter frei. Okay. Ja, mit Japan hat sich das erstmal ausklabüsert. Dann wollen wir mal schauen. Es gibt noch andere. Dann lieber mit den Shoshun. So. Erstmal seine Armeen hier in die Zange nehmen. So, dann ist es gemacht. Fast so einfach wie damals die polnische Grenze. Ne? Also, da war ja auch nichts gewesen. Da hat man einfach nur die Schlagbäume zur Seite gemacht und das war's. So. Gut. Tokio. Ja, das ist auch die erste Stadt, die fällt, denke ich mal. General nach vorne. Washington. Auch Kriegsbomber. Her damit. K.
Kriegsbomber eher damit. Eigentlich wollte ich ja warten ursprünglich. Aber ich dachte mir... Das hauen wir mal weg. Sehr gut. Was ist hier? Gut. Ja, wie viele Städte haben die insgesamt? Wie viel hat er? 4 oder 5? Sieht nach 4 aus, ne? Ja. Sollte eigentlich gut über die Bühne gehen. Und je schneller er weg ist, desto besser. Denn ist erstmal der Kontinent befriedet, könnte man sagen. Ne? Denn ist hier erstmal Ruhe im Karton. Wenn mich denn einer angreifen will, dann muss der erstmal rüberkommen. So sieht's aus. Ja.